Eine Hose reist um die Welt. In diesem Film geht es um die Jeansherstellung. Die Jeans lässt sich nicht auf einen einzigen Produktionsstandort zurückführen. Bis die Jeans fertig bei uns im Laden liegt, hat sie längst schon einen Weg von mehreren tausend Kilometern zurückgelegt. Wo kommt also unsere Jeans genau her? Indien. Baumwolle wächst überall dort, wo es warm und die Luft feucht ist. Die Reise beginnt also mit Indien. China. Hier werden die unterschiedlich langen Baumwollfäden zu einem Baumwollgarn versponnen. Von Indien nach China sind es ca. 3000 Kilometer. Die Reise geht weiter nach Taiwan. Nun wird der lange Webfaden im typischen Jeansblau eingefärbt. Der Farbton wurde ursprünglich aus den Blättern der Indigo-Pflanze gewonnen. Bis nach Taiwan sind es noch einmal 2100 Kilometer. Polen. Das Garn wird zu Stoff verarbeitet. Von Taiwan nach Polen legt die Hose weitere 8710 Kilometer zurück. Philippinen. Arbeiterinnen nähen den Stoff nach den Schnittmustern von Designern. Auch Veredelungen der Jeans finden hier statt. Zum Beispiel werden Knöpfe und Nieten angebracht. Bis auf die Philippinen sind es erneut 9720 Kilometer. Nun geht es wieder nach Europa. Genauer gesagt nach Frankreich. An dieser Station erhält die Jeans den kleinen Zettel mit der Waschanleitung. Von den Philippinen nach Frankreich sind es wieder rund 11.100 Kilometer. Griechenland. Die eigentliche Jeans wäre nun fertig produziert. Da es aber modisch ist, dass Hosen gebraucht aussehen, wird die Jeans mit rauen Bimsstein gewaschen. So erhält sie den angesagten Used-Look. Auch von Frankreich nach Griechenland und letztendlich nach Deutschland kommen erneut 4100 Kilometer dazu. Insgesamt beträgt die Reise 39.330 Kilometer. Jedoch ist dieser ein Beispiel und eine relativ kurze Variante. Die übliche Kilometeranzahl für eine Jeanshose liegt zwischen 50.000 und 60.000. Fakt ist aber, dass für jede Jeans eine Weltreise nötig ist. Doch warum wird die Jeanshose nicht einfach komplett in Deutschland hergestellt? Immerhin würden Lkw-Fahrten und Fluglinien somit wegfallen. Der Grund ist schlichtweg das Geld. Die Produktion im Ausland ist viel billiger als in Deutschland. Die Arbeiterinnen im Ausland verdienen nämlich nur wenige Cent für ihr Handwerk. Wenn die Hose für 40 Euro verkauft wird, teilt sich der Preis wie folgt auf. Die Arbeiterinnen verdienen lediglich 1%, das bedeutet, sie erhalten 40 Cent. Die Transportkosten und andere Gebühren, wie der Zoll, belaufen sich auf 4,40 Euro. Für das Material werden insgesamt 5,20 Euro ausgegeben und für Werbung, Forschung, Entwicklung und Design 10 Euro. Den Rest, also ganze 50% des Jeanspreises, bekommt der Einzelhandel. So macht der Einzelhandel deutlich Gewinn. Und so sind viele Jeans in unseren Läden Weltreisende, die entsprechende Ressourcen verbrauchen. Das solltet ihr bedenken, wenn ihr eure nächste Jeans kauft.